Hisbollah-Chef fordert israelische Führer heraus, sie werden die Siedler nicht in den Norden zurückschicken. Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah warnte Israel in seiner Rede am 19. September vor einer Bodenoperation im Südlibanon und versprach eine gerechte Antwort auf die Terroranschläge, die der israelische Geheimdienst in den letzten zwei Tagen im ganzen Land verübt hatte. In Reaktion auf die jüngsten Drohungen wandte sich Nasrallah an die israelische Führung und versicherte, dass ein Bodenangriff auf den Libanon nicht dazu beitragen werde, die Tausenden von Siedlern, die aus den nördlichen Siedlungen Israels evakuiert worden seien, zurückzuholen. Ich sage Netanyahu und Geld, sie werden die Siedler nicht in den Norden zurückbringen können, und das ist die Herausforderung zwischen uns, sagte er. Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Aggression gegen Gaza zu beenden, und nichts anderes wird dazu beitragen, dies zu erreichen, weder militärische Eskalation noch irgendetwas anderes. Vielmehr wird das, was sie tun werden, die Vertreibung dieser Menschen verstärken. Nasrallah reagierte auch auf die jüngsten Äußerungen des Kommandeurs des Nordkommandos der israelischen Armee, Uri Gordin, der eine Invasion des Südlibanons und die Einrichtung einer Pufferzone gefordert hatte um die Rückkehr der evakuierten Siedler zu erleichtern. Dieser Idiot, der Befehlshaber der nördlichen Region in der feindlichen Armee, hat vorgeschlagen, einen Sicherheitsgürtel zu errichten, sagte er. Wir hoffen, dass sie in unser Land eindringen, wir begrüßen dies. Weil wir eine historische Gelegenheit haben werden, die große Auswirkungen auf diesen Kampf haben wird. Der Anführer des Widerstands blickte zurück in die Geschichte und verwies auf die israelische Invasion des Libanon im Jahr 1978 und die Einrichtung einer Pufferzone an der Südgrenze des Landes, die als Auftakt zur Invasion im Jahr 1982 und der jahrelangen Besatzung diente. Er erläuterte wie der Widerstand zu Beginn der Invasion im Jahr 1982 innerhalb dieser Pufferzone gegen die israelischen Streitkräfte vorging und dass die Hisbollah nach 1992 begann, Siedlungen jenseits der Grenze anzugreifen, um ein Gleichgewicht herzustellen und eine Abschreckung gegen israelische Angriffe auf die libanesische Zivilbevölkerung zu schaffen. Heute ist die Situation anders, sagte er. Der Widerstand wird seine Operationen nicht nur auf den Sicherheitsgürtel konzentrieren. Sondern seine Operationen werden sich sowohl innerhalb des Gürtels als auch in den besetzten Gebieten ausweiten. Der Sicherheitsgürtel wird sich in eine Falle verwandeln. In einen großen Hinterhalt. In die Hölle, für die israelische Armee, warnte Nasrallah. Wenn die israelische Armee in den Libanon einmarschiere, werde sie dort die Widerstandskämpfer vorfinden, die, bei den Massakern im Libanon diese Woche, verwundet wurden, sie werden, dort auf sie warten. Weil sie noch entschlossener geworden sind, fügte er hinzu. Gelland und Netanyahu führen das feindliche Gebilde in den Abgrund, und die törichte, narzisstische und rücksichtslose Führung des Feindes wird dieses Gebilde in ein tiefes Tal führen. Der Hisbollah-Chef ging auch auf die Einzelheiten der israelischen Angriffe auf den Libanon in dieser Woche ein und bezeichnete sie als Massaker. Der israelische Feind hat Tausende von Pedjan ins Visier genommen und dabei alle Gesetze, Regeln und roten Linien verletzt. Einige der Explosionen ereigneten sich in Krankenhäusern, Märkten, öffentlichen Straßen, Häusern und an Orten, an denen sich hauptsächlich Zivilisten aufhielten, sagte er und fügte hinzu, dass über 4000 Pedja und 1000 Wukitokis ins Visier genommen worden seien.